Am Berliner Flughafen Tegel gibt es jetzt keinen aktiven Flugbetrieb mehr. Wir schauen uns mal an, was da die letzten Tage noch los war und was dann in Zukunft mit diesem Flughafengelände passieren soll. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich war echt überrascht über die ganzen Resonanzen, die zu dem letzten Video zum Thema Berliner Flughäfen von euch kamen. Da waren so viele persönliche, individuelle Geschichten zum Flughafen Tegel mit dabei. Sehr interessant und so machen YouTube-Kommentare wirklich eine ganze Menge Spaß. Vor etwas mehr als einer Woche wurde der Flughafen Tegel bereits in der Simulatorwelt, in der virtuellen Welt, in X-Plane auf VATSIM verabschiedet. Das mag für den einen oder anderen von euch auf den ersten Blick so ein bisschen lächerlich aussehen, war aber ein total professionell gehandeltes und sehr gutes und interessantes Event. Mit über 1000 Flugbewegungen am virtuellen Flughafen Tegel innerhalb von 12 Stunden. Am Samstag fand dann der letzte volle, mehr oder weniger normale Betriebstag des echten Flughafens Tegel statt. Und am Sonntag, gegen kurz nach 15 Uhr, verließ ein Airbus A320 der Air France als letzter Passagierflug den Flughafen. Auf Social Media und am Flughafen selbst war das Interesse an den letzten Flügen bzw. an den letzten Betriebstagen des Flughafens Tegel nochmal überraschend groß. Es waren sehr viele Leute da. Wenn man sich dazu Videos im Internet anschaut, sieht das so aus, als hätten die da nochmal eine richtig ordentliche Party gefeiert. Und die Verantwortlichen des Flughafens haben es sich auch nicht nehmen lassen, ihren Flughafen Tegel in den letzten Tagen nochmal so richtig ordentlich in Szene zu setzen, bevor da im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausgegangen sind. Früh am Morgen des 7. November, wie gesagt, der letzte volle Betriebstag des Flughafens Tegel, ließ sich mit der November Zulu vor Ort noch einmal der Hauptstadtflieger der Lufthansa blicken. Also der Airbus A320neo, der vor etwas mehr als einer Woche zusammen mit einem weiteren A320neo der EasyJet den neuen Hauptstadtflughafen BER bzw. vielmehr das Hauptgebäude, das Terminal 1 des neuen Flughafens eröffnete. Gegen 9.30 Uhr war dann auch erstmals an diesem Tag der Sundair A320 in mehr oder weniger Air Berlin-Bemalung unterwegs. Der Flieger flog den ganzen Tag über zwischen den beiden Flughäfen hin und her, führte dort die Abschiedsflüge durch, haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Und gegen 19 Uhr kam dann auch der Eurowings A319 mit seinen Abschieds- und Rundflügen dazu. Dann gab es noch einen weiteren sehr netten Gast und zwar, wie angekündigt, kam die Lufthansa gegen 20 Uhr aus München mit dem Airbus A350. Der Luftfahrtjournalist Andreas Späth, Shoutout an der Stelle, zeigte auf Twitter eine recht interessante Besonderheit. Und zwar hat man in Vorbereitung auf die Ankunft des A350 an der entsprechenden Parkposition die Markierung an der gelben Linie vorne, die Haltemarkierung für den A350. Dort hat man noch die Modellbezeichnung ergänzt. Und damit hatte man dort am Flughafen Tegel wahrscheinlich die weltweit einzige Parkposition, an welcher es eine Markierung für die Concorde und auch für das modernste Langstreckenflugzeug der Welt, den Airbus A350, gibt. Fand ich persönlich ganz interessant. Der Rückflug des A350 verließ Tegel dann nach einem sehr netten Abschied gegen kurz nach 22 Uhr. Das war der letzte Abflug der Lufthansa vom Flughafen Tegel aus. Und damit war auch der Umzug der Lufthansa Group vom Flughafen Tegel zum neuen Flughafen BER komplett. Den ganzen Samstag über waren die Maschinen der Lufthansa Group, also in diesem Fall der Lufthansa und Austrian Airlines, noch in Tegel gestartet und gelandet. Der nach dem A350-Flug geplante Flug aus Frankfurt, der eigentlich ja zuvor noch am Flughafen Tegel gestartet war, landete dann bereits am neuen Hauptstadtflughafen BER. Gegen 23 Uhr startete dann als einer der letzten Abflüge vom Flughafen Tegel nochmal der Sundair A320 zum Rückflug zum neuen Flughafen BER. Auf diesem Flug saß übrigens auch der Ticketgewinner aus dem letzten Video. Und kurz danach brach dann auch der Eurowings A319 zu seinem Rückflug zum Flughafen BER auf. Und das war an diesem Tag der letzte Abflug vom Flughafen Tegel. Am nächsten Tag war in der Nähe des Flughafens bis auf einige Sport- und Kleinflugzeuge nicht mehr sonderlich viel los. Der letzte Abflug einer Passagiermaschine fand dann kurz vor 16 Uhr mit der Air France 1235 nach Paris statt. In den sogenannten NOTAMs, Notice to Airmen, die jeder Pilot für die jeweilige Strecke vor dem Flug als Flugvorbereitung zu lesen hat, steht jetzt für den Flughafen Tegel ganz einfach Aerodrome Closed. Die Mitarbeiter des Flughafens haben bis dahin nochmal alles gegeben, haben jedes Flugzeug einer jeweiligen Fluggesellschaft, welche Tegel am Samstag zum letzten Mal angeflogen bzw. verlassen hat, mit einem Wasserbogen verabschiedet. Hunderte Mitarbeiter standen auf dem Vorfeld, haben gewunken und so weiter. Und das Ganze hat logischerweise auch verdammt viele Schaulustige angezogen. Die Terrasse, die Aussichtsterrasse des Flughafens Tegel war schon lange ausgebucht für diesen Tag. Und auch vor dem Hauptgebäude, welches man am Samstag zum letzten Mal frei betreten konnte, haben sich ganz viele Leute versammelt, die ganz einfach zugucken wollten und sich von, in Anführungszeichen, ihrem Flughafen Tegel verabschieden wollten. So, aber was wird denn jetzt aus dem Flughafen Tegel?
Erstmal tatsächlich gar nicht so viel. Denn auch wenn der Flughafen Tegel jetzt seine Betriebspflicht verloren hat, bleibt die eigentliche Flughafeninfrastruktur bis Mai 2021 erst einmal intakt und vorhanden. Diese Betriebspflicht nach § 45 der Luftverkehrszulassungsordnung sorgt eigentlich dafür, dass in Situationen wie zum Beispiel Mitte April, wo der Flugverkehr quasi komplett auf Null zurückgefahren wurde, Flughäfen und die dahinterstehenden gewinnorientierten Unternehmen bzw. Gesellschaften nicht einfach schließen können, nicht einfach pausieren können, da man sonst logischerweise einen sehr wichtigen Teil der Infrastruktur des Landes verlieren würde und im Ernstfall auch nicht unbedingt schnell genug wieder hochfahren könnte. Das heißt, viele Flughäfen haben eine Betriebspflicht. Berlin-Tegel hat sie jetzt seit dem 8. November nicht mehr. Bis Mai 2021 bleibt das Ding aber, auf dem Papier zumindest, ein Flughafen. Danach wird, ganz einfach gesagt, das Gelände freigegeben. Anders als am ehemaligen Flughafen Tempelhof, dieser befindet sich noch einmal zentraler in der Stadt Berlin, wird das dann aber nicht ein großer Park, welcher mehr oder weniger einfach so den Menschen in Berlin zur Verfügung gestellt wird, sondern Tegel wird ein riesiges Bauprojekt. Die beste Nachricht an der Stelle schon mal vorweg, das markante sechseckige Hauptgebäude des Flughafens Tegel bleibt allerdings erhalten. Das wird man nicht einfach platt machen, die gesamte Anlage steht seit Mitte 2019 unter Denkmalschutz. Eine Projektgruppe, die sich mit der Zukunft des Flughafengeländes beschäftigt, gibt es aber mittlerweile schon seit deutlich über einem Jahrzehnt, denn der Flughafen Tegel hätte ja ursprünglich bereits im Jahr 2012 schließen sollen. Das heißt, man hatte genug Zeit, um sich da vernünftig was auszudenken und so wurde ein Masterplan Tegel erstellt, welcher aus dem Flughafengelände The Urban Tech Republic machen soll. Es soll ein Industrie- und Forschungspark entstehen und im Internet findet man dazu glücklicherweise schon sehr detaillierte Angaben beziehungsweise auch eine ganze Menge Action-Grafiken, die so ein bisschen nach Kinderspielteppich aussehen, aber an sich unterm Strich schon mal einen ziemlich coolen ersten Eindruck hinterlassen. Die Hochschule für Technik aus Berlin mit aktuell fast 13.000 Studierenden wird in den nächsten Jahren mit dem Terminal A am ehemaligen Flughafen Tegel ein Hauptgebäude bekommen, an welchem man sich dann auf die Forschung an urbanen Technologien, Mobilität und erneuerbaren Energien konzentrieren wird. Insgesamt 12 Studiengänge mit Platz für 2.500 Studierende wird man dann am Standort Tegel finden können. So zumindest der aktuelle Plan. Der neue Hochschulstandort soll damit zum zentralen Teil des neuen Tegel werden. Die Verantwortlichen der Hochschule und des Projektes geben dabei an, den Flughafen-Flair, den Flughafen-Charme erhalten zu wollen in diesem besonderen Hexagon. Keine Ahnung, Vertretungsplan an der Anzeigetafel oder sowas, irgendwas wird denen da schon einfallen. Auf jeden Fall ändert das ja aber nichts daran, dass das Flughafen-Hauptgebäude am Flughafen Tegel, was gefühlt in den letzten Jahren ja wirklich ein Provisorium war, ein dauerhaftes Provisorium, was bitte, bitte, bitte bloß kein Geld mehr kosten sollte, nicht so wirklich direkt als moderner Hochschulstandort, als moderner Hochschulcampus geeignet ist. Im Jahr 2022 wird man wahrscheinlich erst mit den aufwendigen Bauarbeiten beginnen können. Bis man dann dort wirklich einziehen kann, wird es gut und gerne noch 6 bis 8 Jahre dauern. Aber der Plan steht zumindest. Rund um den Campus sowie auf dem Areal der ehemaligen Südbahn, der 08 rechts bzw. der 26 links, also der gebäudenahen Bahn des Flughafens Tegel, wird man dann Industrie und Gewerbe ansiedeln. Ganz viele Start-ups und Unternehmen, die sich mit umweltbewusster Zukunftstechnologie beschäftigen, heißt es zumindest. Im Osten des Flughafengeländes entsteht im gleichen Zeitraum das Schumacher-Quartier mit insgesamt 5000 Wohnungen. Und die sind zu einem Großteil aus Holz gefertigt. Im Norden und Süden des ehemaligen Flughafengeländes wird es dann nochmal insgesamt 4000 weitere Wohnungen geben. Die erste Wohnung soll hier dann 2027 fertig sein. Abgeschlossen sein soll das Projekt Mitte der 30er Jahre. Und das klingt irgendwie alles noch ziemlich weit weg. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, so ein Flughafen ist natürlich auch nicht sonderlich klein. Das ist eine ganze Menge freie Fläche in Berlin, die man dann zu einem quasi neuen Stadtteil umbauen kann und umbauen wird. Hier im Falle des Flughafens Tegel sind das fast 500 Hektar. Fluglärm gibt es logischerweise keinen mehr. Allein das wird schon dafür sorgen, dass die Wohnungspreise der schon bestehenden Wohnungen rund um das Flughafengelände ansteigen. Und es spricht wenig dagegen, dass Tegel in den nächsten Jahren ein wichtiger, interessanter und angesagter Stadtteil Berlins werden könnte. Smart City, bis zu 30.000 Arbeitsplätze und bezahlbare Wohnungen in ökonomisch und ökologisch bester Lage. Das klingt alles gar nicht so schlecht. Das könnte schon ziemlich cool werden. Ändert aber nichts daran, dass das ehemalige Flughafengelände Tegel in den nächsten Jahren vor allem erstmal eine riesige, teure Großbaustelle sein wird. Und riesige, teure Großbaustellen laufen in Deutschland in den letzten Jahren, gefühlt zumindest, so geht so gut.
Da kann man nur hoffen, dass die enorme Verspätung des Flughafens BER hier an dieser Stelle eventuell dafür gesorgt hat, dass man die Planung für das zukünftige Flughafengelände Tegel dermaßen gut konkretisieren und ausarbeiten konnte, dass das gar nicht mehr schiefgehen kann. Aber schauen wir mal. Hoffen wir das Beste. Hoffen wir, dass man Planungen erstellt hat, welche auch wirklich zu Berlin passen. Keine Ahnung, irgendwie Clubs und Veranstaltungen in ehemaligen markanten Flughafengebäuden. Hier und da nochmal ein rot-weiß kariertes Flughafenhäuschen oder ein dickes 26 Ride auf der Hauptstraße. Blabla, ihr versteht, was ich meine. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu diesem für viele doch irgendwie überraschend emotionalen Thema. Und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Tagen bei einem neuen Video wieder. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank für euren großartigen Support und tschüss.